Ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre zurück ist man auf mich zugekommen mit der Frage, ob ich dieses Mozart-Fragment vollenden würde. Irgendwann habe ich ja gesagt. Für mich war dann die schwierigste Frage, wie soll diese Musik beginnen? Denn für mich war klar, ich kann nicht Mozart mit dem Fragment beginnen, Mozart als Ouvertüre für Willi verwenden. Umgekehrt war aber auch klar, ich kann mich nicht vordrängen und mit Willi beginnen. Die Lösung fand ich dann im Zusammenhang der beiden Geburtsdaten. Wir haben dieselbe Zahlensumme und lassen unsere beiden Geburtsdaten ablaufen. Und damit ergibt sich der erste Satz. Es ist nichts anderes als unsere beiden Geburtsdaten. Damit war das Problem gelöst. Es ist meine Überzeugung, dass gerade bei zeitgenössischer Musik ist sehr auf Klangqualität zu achten. Ich habe, als ich mit dem Musikern gearbeitet habe, habe ich versucht, sie zu überzeugen, dass sie wirklich einen Klang, eine Qualität, eine Intensität, eine Wärme im Klang suchen, die sie sonst beim Brahms, beim Mendelssohn spielen würden, beim Beethoven, weil diese Musik ist doch ziemlich dissonant. Ich erzähle euch jetzt einfach, was das Stück für mich soll. Für mich ist bei Musik immer wichtig, dass Musik in Summe Hoffnung gibt. Und dass aber Hoffnung wirkt, braucht es einen Teil. Im Leben gibt es immer Situationen, die wir nicht freiwillig wählen würden. Nennen wir es eine schwierige Phase, und das ist dieser Teil jetzt. Aber dort muss man durch, um dann am Schluss hinauszukommen in die Hoffnung. Für uns Musiker steht immer der Komponist im Mittelpunkt. Wir fragen uns immer, was wollte er mit diesem Werk, mit diesem Takt, manchmal mit jeder Note, was wollte er damit sagen, was wollte er da zum Ausdruck bringen. Dass wir jetzt einen so bedeutenden Komponisten, einen der wichtigsten unserer Zeit, dafür gewinnen konnten, für uns zu schreiben, nämlich Herbert Willi, war für mich schon eine mittlere Sensation. Und wie er dann in der Probe sein Werk mit uns erarbeitet hat, erklärt hat, sowohl was den Klang angeht, aber auch die Bedeutung dahinter, was er damit sagen wollte, war absolut faszinierend. Also nicht nur für mich, ich glaube auch für die jungen Musiker unvergesslich, eine große Erfahrung. Mit jungen Menschen Musik zu machen, ist für mich immer das Schönste. Dort spüre ich, die Musik entsteht in diesem Moment. Und ich möchte schon auch dazu sagen, was natürlich auch eine besondere Situation ist, dass wir genug Zeit haben, um es einzustudieren. Und mit Harald Krumpöck einen Dirigent haben, der einfach, wir sind eine Gemeinschaft und versuchen, das Beste Ergebnis zu erhalten. Das ist eine glückliche Situation. Dafür möchte ich auch gerne danken, auch den jungen Musikern. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.